Hallo Welt, da sind wir wieder. Jetzt ist Curry da. Jetzt habe ich keinen Schimmer mehr, wo wir die Sachen gerade abgeworfen haben. Curry, du hast ein sehr gutes Timing. Naja, wir suchen die Sachen erst gar nicht. Das waren sowieso, glaube ich, nur Raider-Sachen. Ich hoffe, wir haben unser Grognack-Kostüm nicht abgeworfen. Curry. Hey, willst du etwas von mir? Wir handeln. Machst du mir ein Geschenk? Oh, ganz viele Geschenke sogar. Wir schauen erstmal auf unsere Kleidung, denn wenn wir das Grognack-Kostüm aus Versehen abgeworfen haben, nein, haben wir nicht, dann hätten wir das jetzt suchen müssen. Denn das wollen wir doch ganz gerne behalten. Wir geben Curry, wie immer, unseren gesamten Schrott. Gibt es da nicht eine Taste, mit der wir alles lagern können? Bisher noch nicht. Moment, das Todeskrallenei, das heile Todeskrallenei müssen wir doch behalten. Todeskrallenklaue? Nein. Zerbrochenes Ei? Entschuldigung, wie hieß denn das andere? Heiles Ei? Ach so, gesprungenes Ei. Und ich glaube, das andere können wir hoffentlich gar nicht abwerfen. Diverses. Da müsste es doch bei sein. Dann Todeskrallenei. Nein, 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 da ist es nicht. Ach, wir haben mal wieder nicht aufgepasst. Man muss sich immer alles genau durchlesen, damit man ganz genau weiß, was man da tut oder sich merken, was man vorhat zu tun. Aber wer kann sich schon so viel merken? Ich finde das Ei nicht. Red Skorpionstachel habe ich da gesehen gerade. Todeskrallenklaue, ja, das ist ja mal interessant. Bringt Knochen und Leder. Unter Schrott. Ja, aber das legen wir doch nachher hoffentlich irgendwo so hin. Ach, wir werden es vergessen. Das weiß ich jetzt schon. Wo könnte das Todeskrallen... Naja, wir werden es schon finden, oder? Wenn wir da erstmal da sind, dann wird irgendein leuchtender Punkt uns sagen, lege das Todeskrallenei hier ab. Okay, es geht weiter. Wir speichern noch einmal. Schnell. Bei Nacht gehen wir hier schön durchs Commonwealth und werden... Naja, an diesem Turm dort vielleicht vorbei. Da waren wir schon mal oben drauf. Das war nicht sehr spannend da oben. Wir konnten eine Alarmglocke anschalten oder eine Sirene, so etwas in der Art. Und vielleicht hat es irgendwen angelockt oder wie die Myolux auf Spectacle Island vielleicht auch abgehalten, uns irgendetwas zu tun. Wir waren auf jeden Fall ganz oben und haben die Aussicht genossen. Und jetzt werden wir mal sehen, ob wir das Todeskrallenei ins Nest zurücklegen können. Das ist der erste Versuch. Mal sehen, was dann passiert. Hallo Todeskralle. Die Menschen sind tief gefallen. Todeskrallenhandschuh. Und ein Brahmin-Leder hier und Kronkorken von einem Gunner, der ist aber auch weit gekommen. Das ist vielleicht der, dessen Holoband wir da gehört haben. Hier sind viele, viele Leichen und leuchtende Pilze. Wir sammeln ein paar Pilze. Ach, hallo, du tust uns gar nichts. Wow, da können wir doch mal ein schönes Foto zusammen machen. Komm mal her, hier. Schau dir das an. Ist es nicht toll? Mensch und Todeskralle kämpfen gegen den gemeinsamen Feind, den Gunner. Die Maulwurfsratte. Ja, komm auch noch mit drauf, Curry. Wir machen ein schönes Gruppenfoto. Gruppenkuscheln mit der Todeskralle. Also gibt das nichts. Curry, du weißt nicht, wie das funktioniert mit den Fotos so richtig, oder? So, ich glaube, wir haben jetzt genug Fotos von dieser wunderschönen Todeskralle. Wir werden mal sehen, was passiert, wenn wir das Ei zurück ins Nest legen. Wir werden dann nochmal einen Speicherpunkt machen. So, weg. Und so bewahren wir das empfindliche Ökosystem. Und vielleicht ist die Todeskralle ja gar nicht so empfindlich. Nein, vielleicht ist sie ganz nett. Curry hat das allerdings nicht gefallen. Wir sprechen mal mit der Todeskralle. Sie sagt nichts. Dann machen wir jetzt, wie gesagt, hier einen Speicherpunkt mit der Todeskralle. So irgendwie. Speichern. Neuer Spielstand. Da es Curry nicht gefallen hat, werden wir jetzt laden. Die letzte... Ja, dann schaffen wir das vielleicht in dieser Folge. Laden wir das letzte. Das war hier, denke ich.
bevor wir das Ei auf jeden Fall zurückgelegt haben und geben das dann an anderer Stelle ab. Bestätigen. Ja, so mache ich das zwar nicht gerne, aber ich war jetzt wirklich neugierig, was passiert denn. Also die Todeskrallen scheinen uns jetzt wirklich nichts mehr zu tun, nachdem wir das Ei zurückgebracht haben. Aber vielleicht auch nur diese eine spezielle Todeskralle, das mag ja auch sein. So, das war, glaube ich, nicht der Speicherpunkt, den wir letztens hatten. Das war, glaube ich, der Schnellspeicherpunkt, den wir jetzt geladen haben. Aber egal, wir haben das Ei noch nicht abgegeben. Das heißt, wir können die andere Version jetzt einmal ausprobieren. Und wie man das so schön kennt von uns, wir werden zu Fuß gehen. Wir werden nicht die Schnellreise benutzen. Wir werden hier unten durchschwimmen ein wenig. Ein wenig Strahlung macht uns nichts, wenn wir vorher ein Red X nehmen. Ach, hier ist das unversehrtes Todeskrallenei. Wir können wahrscheinlich irgendwas Leckeres daraus kochen. Ein Stimpack nehmen wir auch gleich und ein Red X. Dann können wir hier einigermaßen unversehrt hier durchschwimmen. Hier ist noch irgendetwas im Wasser, irgendetwas unter Wasser. Aber im Moment wollen wir schnellstens zu dem anderen Punkt. Nahe Good Neighbor war das, glaube ich, hier hoch. Da liegt wer? Autos, Fahne, Mutierte. Okay, schnell speichern können wir durchaus. Wir haben ja die großen Speicherpunkte angelegt. Ich frage mich, ob die Daten, die ich sammle, irgendwann einem Zweck haben werden. Und hier drüben? Ja, ich weiß, das wäre jetzt auch interessant gewesen. Hier drüben hat jemand was gesagt, aber... Es gibt so viel interessante Sachen hier zu entdecken. Wir dürfen uns einfach nicht ablenken lassen, sonst kommen wir gar nicht an. Wir haben ja vor, die zweite Möglichkeit zu testen. Supermutanten. Ich höre Supermutanten. Sie sagen auch meistens das Gleiche. Aufschwärmen, Leute! Ich will diesen Ort hier durchkämmt haben! Wow. Das ist nicht so toll. Ein Wachbot, wie sich das anhört. Der kann auch Raketen und der kann auch... Gleich ist er überhitzt, dann kann er nicht mehr. Wir können schnell rennen. Leider nicht so lang. Oh, nicht so lang wie gewünscht. Oh nein, Supermutanten auch noch. Und sie haben ihre Hunde dabei und Granaten. Wir können nicht mehr rennen. Supermutanten, lass mich in Ruhe. Ich möchte passieren. Lasst mich vorbei. Wow. Wir haben leider, ja, da ganz hinten haben wir noch die Oberseite des Pilzes, haben wir dann noch gesehen. Ach Mensch, muss das denn sein? Hier vorne lauert gleich wieder dieser legendäre leuchtende Hund, oder wie? Na, war das hier überhaupt? Das Schöne an Fallout 4 ist ja, dass Bethesda das jetzt endlich, oder Bethesda das jetzt, ja, da ist ein Hund, aber kein legendärer Leuchtender mehr. Dennoch ein Hund. Du Hund, du! Moment mal. Können wir ihm entkommen? Wir sind schnell und er weicht schon aus. Er hat was anderes zum Spielen gefunden. Ja, was ich sagen wollte, Bethesda hat es geschafft, hier wirklich nicht jede Ecke gleich aussehen zu lassen. Ich erinnere mich da immer wieder mit Schrecken an die Vaults in zum Beispiel Fallout 3. Naja, es ging so, aber ich habe mich da ständig verlaufen. Und in New Vegas ging dann schon besser. Ich habe es schon öfter gesagt, ich habe dann immer diese kleinen Dinosaurier genommen, diese Spielzeugsaurier. Die habe ich dann immer mit Kopf zum Ausgang aufgestellt. Die konnte man ja so schön drehen, da war die Physik hier irgendwie besser. Als hier zum Beispiel, da konnte man richtig die Sachen noch positionieren und so. Das klappt hier irgendwie nicht mehr so gut. Ist hier wieder der Maiolurk oder ist das eine andere Pfütze? Tümpel. Ja, und so konnte man in New Vegas dann doch immer ganz gut durch die Walls kommen. Wobei New Vegas natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Und es war sehr, sehr schade, als es dann vorbei war. Ja, es hat schon...
Ja, es war dann ja ziemlich endgültig. Das, alle Enden waren nicht so wirklich sehr positiv, habe ich so in Erinnerung. Wo laufen wir eigentlich hier hin? Und das... Ja, es war dann vorbei, wie gesagt. Irgendwann, dann kamen ja die DLCs dann nochmal raus. Liefer das Ei aus oder bringt das Ei ins Nest zurück? Letzteres haben wir getan und... Die Gunner waren dabei, eine Kiste mit Todeskralleneier von ihrem Nest in Lynnwoods nach Diamond City zu liefern. Ich muss eine Entscheidung treffen. Die Lieferung durchführen oder das Ei ins Nest zurückbringen. Liefer das Ei aus oder bring das Ei zurück ins Nest. Und wo ich das so lese und das so sehe... Ich befürchte fast, dass es doch in Diamond City ist. Dann muss ich alles zurücknehmen, denn wir werden auf gar keinen Fall die Hauptmission starten. Wir sind ja mitten in der Hauptmission, haben wir ja vor kurzem festgestellt. Diese Railroad-Geschichte, viel zu spät gemerkt, gehört ja irgendwie scheinbar zur Hauptmission leider. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben dann abgebrochen erstmal. Naja, die Railroad-Sachen werden wir weitermachen, aber wir werden versuchen, eben die Hauptmission zu umgehen. Das ist doch ziemlich weit weg von Diamond City, oder gehört das hier alles zu Diamond City? Ist das so groß? Kann das sein? Wir versuchen es. Wir werden es versuchen. Wir müssen also... Wo sind wir? Wo sind wir? Können wir nicht irgendwie was drücken, damit man gleich sieht, wo wir sind? Ich habe jetzt... Wir sollten doch hier irgendwo sein, dachte ich. Wir waren doch... Ach nee. Hier sind wir. Ups. Was? Das kann doch nicht sein. Sind wir das? Nein, das ist die USS Constitution. Verflixt, wir haben uns verloren. Wo sind wir hier? Och. Das gibt's doch jetzt nicht. Ans andere Ende gelaufen schon? Vorbeigelaufen schon? Nein. Ach, hier sind wir. Wie einfach. Bei County Crossing. Was haben wir denn gerade geladen? Ziemlich viel. Ja, wir laden erstmal dann ab hier. Ach, wie... Du musst dafür sorgen, dass du nicht zu viel Strahlung absorbierst. Ja, wir werden... Was machen wir denn jetzt mit dem Todeskrallen? Entschuldigung. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Hey, willst du etwas von mir? Das habe ich alles dabei. Wo sind die... Haben wir dir nicht vorhin den ganzen Schrott gegeben, Curry? Ach, weil es dir nicht gefallen hat, hast du alles wieder weggeworfen. Ich verstehe. So eine bist du also. Dir gefällt was nicht und dann wirfst du alles weg, was? Also wir legen hier erstmal den Tod... Nee, haben wir ja jetzt nicht mehr. Oder haben wir jetzt wieder den gesamten Schrott? Ach, wir haben doch abgespeichert. Ja, wir müssten den ganzen Schrott jetzt haben. Alles gut, mein Fehler. Schon gut. Red Skorpion, ja, das werden wir einlagern. Aber diese Kralle, die Klaue hier, die hätte ich ganz gerne behalten. Und vielleicht so Teile von den Eiern, die bringen Knochen und Säure. Tun wir doch auch mal ein paar hier rein. Man weiß ja nie. Und was war das noch gerade? Red Skorpion Stachel, nukleares Material. Na gut, das können wir eigentlich einlagern. Da war aber doch noch irgendwas. Todeskrallenfleisch. Ja, das ist sowieso... Das wird sowieso woanders. Der letzte Händler, die. Okay. Woanders erscheinen nachher. Da können wir nachher was draus kochen vielleicht. Und Schrott, Tee. Alles einlagern. Hier durchkam, hat mir von der Ghoul-Farm westlich von Salem erzählt. Er sagte, die hätten Teerbeeren in einem alten Swimmingpool angepflanzt. Hey, ist doch gut. Schön, dass sie nach den Ereignissen in Diamond City wieder auf die Beine kommt. Teerbeeren in einem Swimmingpool und wir haben viel gehört von dieser Ghoul Farm und jetzt wissen wir, wo sie ist. In der Nähe von Salem, da wo wir gerade waren, in der Nähe also. Wir legen erstmal alles ab, was wir jetzt nicht mehr mitnehmen wollen. Und das ist so einiges, wie ich das hier so sehe. Zum Glück. Da lohnt sich das richtig. Ja, und wie ich so die Uhr sehe, schaffen wir das auch gar nicht mehr in dieser Folge. Das werden wir aber kein Problem. Ich lade die zeitgleich hoch. Das heißt, die werden gleich hintereinander dann erscheinen. Also da kann man dann ohne Pause gleich die nächste Folge sich dann angucken. Und es geht dann sofort weiter. Ich werde ich werde dafür sorgen, dass das halt pausenlos hochgeladen wird dort.
Okay. So viel aufpassen brauchen wir gar nicht mehr. Das Grognack-Kostüm ist dann das letzte. Unsere Sachen, die haben wir ja hier benannt. Deswegen sind die jetzt ganz oben. Kann man unten etwas schneller abladen. Hilfsmittel behalten wir erstmal ein paar. Ja, wir sind immer noch etwas schwer. Vielleicht legen wir noch ein paar Happblumen in der nächsten Folge weg. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.